So, und hier reiße ich auch nochmal eben die Erde weg. Und dann kann man das hier noch so ein bisschen auffüllen mit Kies. So, und hier noch so ein bisschen, hier noch so ein bisschen und hier noch so ein bisschen. Und dann ist der jetzt erstmal so groß. Also vielleicht macht man den Platz auch noch größer. Also so ist zwar nicht schlecht, aber wenn er größer wäre, würde vielleicht noch besser aussehen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht wenn ich hier noch so zwei nach außen gehe. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen epischer rüber. Aber sehr viel Kies haben wir leider nicht mehr. Ja, aber dann kann man hier halt so einen kleinen Platz machen, wo man dann noch verschiedene Gebäude drumherum baut oder so. Ja, das entspricht ja schon eher so meinen Vorstellungen, aber wir müssen noch so ein bisschen Kies sammeln. Weil jetzt haben wir wieder keinen Kies mehr. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir dann noch mehr Kies herbekommen. Weiß jetzt nicht, ob ich so Bock auf die Höhle hätte. Ja, müssen wir mal gucken. Hier kommt auch noch Kies rein, aber wir haben gerade keinen Kies. Ja, schade, dass wir hier kein Kiesbiom in der Nähe haben. Also so ein Kiesbiom hier in der Nähe, das wäre wirklich mal sehr angebracht. Das wäre schon mal praktisch und da hat ein Enderman einfach sein Unwesen getrieben. Ist ja einfach Vandalismus so ein bisschen, wenn die hier einfach so einen Block mitten in so eine flache Ebene reinsetzt. Also das geht gar nicht. Okay, ja, was machen wir dann jetzt? Wir können natürlich auch die Station hier noch so ein bisschen weiterbauen, aber die ist ja im Grunde auch fertig. Sonst wäre noch die Idee, dass wir den Weg weiterbauen, aber dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Kies. Ja, im Grunde ist die Station fertig. Also man könnte vielleicht noch auf der anderen Seite Glowstone reinmachen. Aber sonst fällt mir hier nichts groß ein. Ja, natürlich sieht noch ein bisschen Standard aus. Ein bisschen sehr minimalistisch. Also da könnte man sicher noch so ein paar Verschönerungen machen oder Verzierungen oder sowas. Ja, und sonst der Tunnel hier, da muss natürlich auch weiter gebaut werden. Weil jetzt schon wieder Tunnel graben, weiß ich jetzt nicht, ob ich da Lust drauf habe. Aber vielleicht so ein bisschen. Wir können ja hin und wieder mal so ein Stückchen graben und dann machen wir einfach wieder andere Sachen und dann graben wir wieder. Und so wird der Tunnel auch nach und nach immer größer. Ohne, dass es jetzt so mega langweilig ist, so mega eintönig. Da ist er. Kohle. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Also ich müsste, glaube ich, auch mal ins Dorf, weil ich wollte mir noch so ein paar Verzauberungsbücher kaufen. Zum Beispiel Reparatur. Hätte ich ja mal ganz gerne. Oder sonst so eine Behutsamkeitsschaufel wäre auch mal ganz nice. So, dann kommt hier nochmal die Kohle weg. Und wie viel das hier ist. Also wir haben richtig Glück hier mit der Kohle auf der Ebene. Also der Bahnstreckenbau, der lohnt sich schon kohlemäßig. Also wie viel Kohle man da findet, das ist ja wirklich schon mal sehr schön. So, hier ist noch ein bisschen dunkel. Dann platziere ich hier nochmal so ein paar Fackeln. Alter, Alter, was ist denn hier mit der Kohle los? Also wie viel Kohle wir einfach hier haben. Also ich weiß noch so am Anfang des Let's Plays, da hatten wir ja immer Schwierigkeiten mit Kohle. Aber jetzt haben wir eigentlich schon zu viel Kohle. Einfach so viel Kohle, unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl vorstellen kann man sich das schon, aber ja, man kann auch mal so ein bisschen übertreiben. So, und hier kann man noch so ein bisschen Stein mitnehmen.
Ja, ich würde gerne meine Behutsamkeitsspitzhacke reparieren. Alter, ich schau mal, dass ich mir so ein Reparaturbuch kaufe, demnächst. Ja, wir müssen halt zu dem Dorf mit den drei Kirchen, aber das ist dann auch so ein weiter Weg. Ja, aber ich glaube, ich würde mal das Pferd nehmen und dann reiten wir mal eben dorthin. So, aber ist schon schön geworden, die Allee hier. Kann man hier auch schön langlaufen. Und hier in der Mitte der Turm, also das hat auch schon was. Wenn man hier so raufkommt und dann ist da hinten einfach so der Turm. Kann man auch schon mal anbieten. So, aber ich würde hier mal das Pferd nehmen. So, den Galerius. So, dann mache ich hier mal Licht. Und dann reiten wir mal eben zum Dorf. So, können wir auch schön die Allee mal entlang reiten. Dauert dann auch hoffentlich nicht zu lange. Haben wir eigentlich ein Bett dabei? Ein Bett wäre ganz praktisch. Ich glaube, da hinten, da ist ja ein Bett. Dann hole ich mir das mal eben. Dann nehmen wir das mal mit. Gut, jetzt habe ich meine Axt weggeworfen, was ich jetzt nicht wollte. Aber dann reiten wir mal weiter. So, das war hier so lang und ja. Dann kommt ja halt dieser Wald, wo es so nervig ist, lang zu reiten. Ich glaube, die Ebene müsste ich auch mal eigentlich dicht machen. Das ist immer hier schwierig, da lang zu kommen. Also den ganzen Wald soll ich vielleicht mal hier abholzen. Weil das ist echt nervig hier mit dem. Also hier schon besser. Hier haben wir eine weite Ebene. Da müsste man eigentlich mal so einen Tunnel reinmachen in den Berg. Und dann könnte man hier einfach so einen Weg lang bauen. Okay, ich glaube, jetzt vor Sonnenuntergang schaffen wir das nicht mehr. Also zwischendurch müsste ich gleich mal schlafen gehen. Ja, aber hier so reiten in den Sonnenuntergang, das hat ja auch so was Schönes. Ja, als wäre man hier in so einer Zigarettenwerbung oder so. Und man wäre der Cowboy und man reitet einfach dem Sonnenuntergang entgegen. So, und dann können wir hier eben schlafen. Gut, das Pferd ist mal hier so ein bisschen zur Seite gegangen. Dann laufen wir mal weiter so ein bisschen. Und gleich müsste da hinten schon mal das Dorf auftauchen. Gut, hier können wir hier rüber reiten. Das ist kein Problem. Leider habe ich keine Leine dabei. Okay, wir haben keine Leine. Ich glaube, da muss ich mein Pferd zurücklassen. Aber das läuft bestimmt nicht weg. Also das ist kein Problem. So, das finden wir bestimmt wieder. So, dann hier mal so ein bisschen geschwommen. Hier kommen wir hier rauf. Genau. Ich glaube, hier schaufel ich mal so ein bisschen Sand ab. Ah, hier, das können wir uns merken. Dann können wir demnächst mal hier hinkommen, wenn wir so ein bisschen Sand brauchen. So. Ich soll, glaube ich, auch mal hier das Portal abbauen, dass hier keiner reingeht aus Versehen. Weil das wäre nicht so schön, wenn ich hier einfach so im Nether verschwinden. So, wo ist denn hier ein Bibliothekar? Da hinten sehe ich einen.
Okay, bei dem können wir zum Beispiel Reparatur kaufen. Für 32 Smaragde. Und die müssen wir uns auch erstmal verdienen. Dann würde ich vielleicht mal hier so ein bisschen Sticks verkaufen. Und da haben wir auch schon einen Bibliothekar. Dann kann ich ja mal hier was probieren. Vielleicht haben wir ja mal Glück und wir bekommen jetzt eine nützliche Verzauberung raus. Gut, das war jetzt nicht meins. Dann nochmal probiert. Gut, aber jetzt hat er kein Interesse mehr. Aber wo ist denn der Bogner? Der Pfeilmacher? Genau, und dann haben wir jetzt gleich so ein paar Smaragde. Ist ja auch mal schön. Ich hatte ja auch noch zu Hause ein paar, hätte ich eigentlich mal mitnehmen können. Ja, aber ich kann ja eben nochmal so ein bisschen Holz abholzen. Oder eigentlich Bäume wollte ich abholzen. So, und das kann man dann alles mal mitnehmen. So, normalerweise habe ich ja nur die Eichen abgeholzt, aber jetzt, geht's mal an die Birken. So, da wird mal das ganze Holz mitgenommen. So, nach und nach wird der Wald immer lichter. Irgendwann gibt es hier gar keinen Wald mehr, wenn wir hier weiter so alles abholzen. So, mal gucken, wie viel Holz wir brauchen. Leider haben wir jetzt keinen Inventarplatz mehr, was jetzt schlecht ist. Gut, aber ein bisschen Holz können wir noch mitnehmen. Weil ich glaube, im Dorf mache ich mir mal eine Kiste und da würde ich so ein bisschen Zeug noch ablegen. So, mal schauen, wie viel Platz wir noch haben. Okay, wir können doch noch so ein bisschen was mitnehmen. Gut, das ist so ein Riesenbaum, den würde ich jetzt nicht abholzen. Dann nehme ich mal hier die Birken mit. Okay, wir sind fast voll. Ja, ich glaube, dann lege ich erstmal so ein bisschen Zeug ab. Dann würde ich mal hier so eine Kiste platzieren. Aber da brauche ich ja erst eine Werkbank für. So, dann mal hier so ein paar Beretta und dann erstmal so eine Werkbank gemacht. So, dann haben wir die Werkbank. Und dann würde ich auch nochmal eine Kiste machen. Ja, was kann ich ablegen? Ich könnte vielleicht einen Bruchstein ablegen. Dann noch Feuerstein. Ja, Setzlinge, den einen Leuchtstein. Sand, polierte Andesitstufen. Ich habe hier alles Mögliche dabei. Das ist ja wirklich schlimm. Dann nochmal die Steinziegeltreppen. Ja, vielleicht lege ich erstmal Schienen ab, aber die nehmen wir später auf jeden Fall noch mit. So, und dann jetzt nochmal so ein paar Sticks gemacht. Und wo ist denn hier der Pfeilmacher? Dann verkaufen wir mal hier so ein bisschen. So, und hier noch so ein paar... Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir keine Sticks mehr, aber die sind ja mal eben schnell gemacht. Gar kein Problem. So, und er kauft uns hoffentlich noch so ein paar ab. Damit machen wir hier richtig Smaragde. So, und jetzt nochmal so ein paar Sticks. 32 brauchen wir ja. Die haben wir bestimmt gleich erreicht. Dauert dann nicht mehr so lange.